sieht sie da nicht. Also, meine Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Pressekonferenz, die sich mit unserem künftigen Musikfestival befassen wird. Wir werden vorstellen, was wir geplant haben für nächsten Februar. Aber wir haben das Glück, dass wir vorher noch Musik hören dürfen. Und wie ich gerade zugeflüstert bekommen habe, wird es vom Liszt sein. Und zwar zum Rigoletto. Ist das richtig? Und Rigoletto kennen wir ja alle, oder? Aber was der Liszt daraus gemacht hat, wer spielt uns das vor? Sie spielen uns nicht. Das ist schön. Ah, ja. Willkommen, der ist ja ganz hinten. Herr, ich habe nur schon vorbereitet gehört und freue mich enorm, weil Sie, das wissen wir alle, extrem schwierig. Aber diese jungen Künstler, die können das. Tom, herzlich willkommen, danke, dass Sie hier sind. Und es ist Liszt und aus dem Rigoletto Paraphrasen. Thank you.
daher sicher die richtige Einstimmung. Zum Sehen, was uns da erwartet, also dass ich unterhalte. Und man begreift also schon auch die Frauen wie die Gilda im Rigoletto, dass sie auch das einer der Bass, der die Melodie gesungen hat, dass sie da dann doch schwach wird. So was finde ich gut. Und auf ihn können wir uns ja auch im neuen Programm freuen, oder? Gibt noch eine musikalische. Aber das ist die Sache. Gell? Ja. Das ist die. Das ist der Resident. Meine Also, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Danke Ihnen herzlich, dass Sie gekommen sind. Sie gekommen sind. Und auch hier, Patrick Vogler, der Herr Mauchle, vielen Dank. Und speziell verdanken natürlich immer, was der Dražen Domjanić als unser Intendant für uns macht. Und für uns heißt eben nicht nur für den Vorstand des Vereins, sondern eben auch für das Publikum, das dann hoffentlich auch wieder zahlreich erscheinen wird. Ich bin auch besonders dankbar meinen Kollegen im Vorstand des Vereins und gerade speziell Daniel Kellerhals, der unter uns ist. Da sind wir also uns sehr wohl bewusst, wie viel du für uns tust, für den Verein, für den Vorstand und damit eben für das ganze Festival, das uns so sehr am Herzen liegt. Und am Herzen liegt, das ist die romantische Seite unseres Festivals und das ist schön. Oder die rechthirnige, wie da die, wo ist sie jetzt, wo sie den aufschrieb, Frau, genau. Das ist der eine Teil, aber es braucht natürlich auch Administratives und auch Juristisches. Und da ist der Daniel Kellerhals uns also wirklich eine große Stütze. Dafür sind wir sehr dankbar. Und zum Administrativen gehört natürlich auch die richtige Unterstützung, auch im finanziellen Bereich, damit das Künstlerische, das beim Dražen Domjanić ja wirklich in erfahrenen und bewährten Händen liegt, damit das auch richtig zum Tragen kommt. Und darum bin ich persönlich ganz besonders dankbar unseren Unterstützern, die eben VP Bank hier jetzt mit dem Herrn Mauchle vertreten und den Grand Resort, die uns Gastrecht geben, indem sie eben wirklich großzügige und wertvolle Gastgeber sind. Das ist etwas ganz Wertvolles, dass wir in diesen wunderbaren Räumen dieses Festival abhalten dürfen und das jetzt schon 8-mal gemacht haben und auch ein 9. Mal mit einem leicht anderen Titel abhalten werden, aber mit der gleichen Wertvorstellung, nämlich dass wir jungen Musikerinnen und Musikern eine Plattform auch bieten möchten, damit sie sich bewähren können in diesem außerordentlich anspruchsvollen Thema der berufsmäßigen Ausübung von klassischer Musik. Und wir freuen uns natürlich, wenn das Publikum, und darum hoffe ich, dass Sie als Pressevertreterinnen und Pressevertreter das auch richtig aufarbeiten, damit wir unserem Publikum wirklich etwas von dem bieten können, was sie verdienen und wofür sie herkommen. Ich bin selber begeistert halt von der Qualität, die wir in den letzten 8 Jahren hier erleben durften. Und ich komme zum Glück auch in der Welt herum gelegentlich und bin auch in anderen Konzerten gewesen. Aber besser als hier ist es eigentlich nirgends. Es ist auch gut andernorts, aber hier ist es einfach phänomenal. Also darum bin ich auch froh, dass ich da weiter mitmachen darf und dass wir auch eine so solide und gute Geschäftsführung haben, künstlerisches Aufarbeiten durch den Dražen Domjanić und seine Mitarbeiterinnen und Helfer, dass wir das wieder anbieten können. Und Sie haben alle auf Ihren Plätzen ein Programm fürs nächste Jahr schon vorliegen. Und ich bin sicher, dass der Dražen Domjanić weitere Einzelheiten dazu ausführen wird und selbstverständlich stehen wir auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Für uns ist es eben auch wichtig, dass die jungen Künstlerinnen und Künstler hier auch eine Plattform haben und wir können es belegen, es hat sich hier außerordentlich und erstaunlich eigentlich bewährt über die letzten Jahre, dass dieses Sprungbrett einigen zu Höhenflügen verholfen hat, zum Beispiel unserem Ensemble Esperanza, aber auch zahlreichen einzelnen jungen Künstlern, die bei uns
als Kinder fast aufgetreten sind und zum Teil jetzt in der Weltkarriere drin sind. Kian Soltani ist bekannt, der Andrzej Jonica, für mich ganz wichtig, Robert Neumann, der Pianist, ist auf ganz guten Wegen auch. Und mir persönlich besonders Freude macht und am Herzen liegt auch die Kammermusik, die hier immer auf ganz hohem Niveau gepflegt wird. Ich hatte das Glück, zwischen zwei neurologischen Vorträgen in Hamburg und Berlin auch dabei zu sein, als unser Esperanza-Ensemble in der Philharmonie, in der Elbphilharmonie, im vollen Saal aufgetreten ist, mit unserer Schuschan, die wir alle kennen und schätzen und lieben eigentlich, weil sie so wahnsinnig gut spielt und das Ensemble führt. Und dort hat zum Beispiel auch die Sara Domjanic die vier Jahreszeiten von Piazzolla gespielt. Und die sind unter uns gesagt, auch wenn ich jetzt ja nicht ein Geiger bin primär, die sind wirklich schwer. Und die hat das mit einer Leichtigkeit und einer Überzeugung gespielt. Es war eine Riesenfreude. Und wir haben sie ja schon als kleines Mädchen gekannt und verfolgt, wie sie das entwickelt hat. Und das ist wirklich schön, wenn das möglich ist. Also dass dieses Bad Ragaz mit eurem Grand Resort so ein Ausgangspunkt sein darf, wo es in diese weite Welt gibt, die also für die Berufsmusiker wirklich sehr anspruchsvoll ist. Also wir wollen weiter unser Bestes geben, damit das möglich ist. Und wir danken eben speziell, dass auch die großzügigen Sponsoren bei uns sind, die eben auch den finanziellen oder den gastgeberischen Rahmen ermöglichen, dass wir das umsetzen können. Also herzlichen Dank auch Herr Christoph Mauchle, speziell Patrick Vogler ebenfalls. Ich glaube, Sie würden jetzt weiter noch etwas sagen, wenn ich Sie bitten darf, Herr Mauchle. Ja, sehr gerne. Also Sie haben es angesprochen, Herr Professor, sind 8 Jahre jetzt. Davon hatten wir die Freude, 4 Jahre aktiv mitzubegleiten und werden das auch weiterhin tun. Sie haben es gesehen, es kommt einen neuen Look daher. Ich habe vorhin gerade die Broschüre mir angeschaut, die ist sehr, sehr schön geworden, Gratulation jetzt schon. Nicht nur wegen der Fotos drin, auch wegen des Inhalts. Wir sind, wie gesagt, seit 4 Jahren dabei. Wir sind klar der Meinung, dass es für die Region ein ganz tolles Event ist, dass wir hier lokal junge Künstler unterstützen, weiter unterstützen können. Es hat sich auch in diesen Jahren zu einem Fixpunkt gemausert hier in der Region. Also du hast auch sehr viele Stammgäste mittlerweile, die darauf warten im Februar, jeweils hier dabei sein zu können. Dass es eine fantastische Plattform ist für junge Musiker, das haben wir jetzt 4-mal erlebt und das wird sich auch weiterhin so zeigen und bewähren und da freuen wir uns auch jetzt schon drauf. Sie haben es kurz angesprochen, der Name ist ein leicht anderer geworden, aber der Inhalt ist derselbe und ich denke, auf den kommt es an und entsprechend freuen wir uns jetzt natürlich auch auf wiederum außergewöhnliche Erlebnisse im Februar. Und auch aus unserer Sicht, aus Sicht der Bank und auch der Kunden, die jetzt in den letzten Jahren hier teilnehmen durften, da herrscht jetzt schon große Freude und eine große Erwartungshaltung und wir sind gespannt, wie sich dann die Zeit vom 8. bis 15. Februar dann entwickeln wird. Danke vielmals. Wird jetzt Patrick erst jetzt oder möchtest du? Patrick. Gerne. Patrick Vogler kennen ja alle, der Hausherr hier, aber für uns der Gastgeber eben, das ist so etwas, weiß ja jeder auch aus dem Persönlichen, was es Schönes ist, wenn man zu Gast sein darf bei einem großzügigen Menschen. Und das ist der Patrick Vogler eindeutig. Und vieles wurde ja schon gesagt zum Festival selber. Wir vom Grand Resort Bad Ragaz, wir freuen uns riesig, dass wir das Festival im nächsten Jahr wieder bei uns haben und die jungen Künstler auch bei uns haben und wieder ein wahnsinnig spannendes Programm in Aussicht haben und davon mal herzlichen Dank Draschen auch an dich. Du schaffst es irgendwie jedes Jahr nochmals eins draufzusetzen. Denke ich, das ist gar nicht mehr möglich und dann kommt wieder irgendwas aus der, sag ich jetzt mal, Zaubertüte, oder? Und nochmals obendrauf. Also herzlichen Dank für das schon im Voraus. Unsere Stammgäste schätzen diesen Event mittlerweile enorm. Wir haben viele Hotelgäste, national, international, die jedes Jahr im Februar zu uns zurückkehren für die klassische Musik. Und dieses Angebot, das wir nur durch eben die Zusammenarbeit auch mit eurem Verein
und eben Partner mit der VP Bank ermöglichen können. Sonst wäre das überhaupt nicht möglich, so ein riesen Festival auf die Beine zu stellen. Und von dem her kulturell für uns ein absolutes Highlight jedes Jahr. Und wir werden zwar im nächsten Jahr mit den 150 Jahren dieses Haus hier umbauen, ab Ende Januar, aber dennoch haben wir den Rahmen gefunden, eben das Festival trotzdem auszutragen. Das findet ja im Kursaal statt und wir haben immer noch über 100 Hotelzimmer zur Verfügung für unsere Gäste, sodass wir das auch im gewohnten Rahmen mit euch allen abhalten können. Ganz herzlichen Dank, da freuen wir uns auch und der Drachen wird uns sicher einiges zum Inhaltlichen jetzt noch die Leckerbissen durch den Mund ziehen. Genau, auch herzlichen Dank meinerseits. Unsere Präsentingpartner und neuen Namensgeber VP Bank, vertreten durch Christoph Maule, und ich freue mich auch, dass die Florina auch hier ist, mit der ich so gut zusammenarbeite. Denn neben dem Festival, jetzt sagen wir schon VP Bank Classic Festival, neben den Festivals, wir haben auch die anderen kleinere Dinge, was Hotel, aber was auch Bank betrifft. Wir sind hier ständig mit Twilight-Konzerten unterwegs. Auch heute anschließend um 17:30 haben wir ein Twilight-Konzert der Klasse Pavel Gelilov aus Mozarteum Salzburg hier. Sie sind herzlich eingeladen, hier zu bleiben. Und danach ist noch Gästeapéro und wir haben weitere Konzerte hier, wie zum Beispiel HR der klassische Musik, aber genau gleich so andererseits mit VP Bank Classic Festival haben wir, beziehungsweise mit VP Bank haben wir eine Classic Experience Reihe gemacht, wo diese jungen Menschen dann auch wiederum in verschiedenen Ländern auftreten können. Die waren schon in Moskau, die waren schon in Singapur, die waren schon in Deutschland gewesen, in München und in Düsseldorf, wir waren auch in Liechtenstein und so weiter. Also das entwickelt sie sehr zufriedenstellend. Sie haben zuerst einen jungen Mann, armenische Wurzel, wohnhaft in Kroatien gehört, Arsen Dalabaltajan. Er wird eben auch in diesem Jahr am Konzert Next Generation selber spielen. Am Sonntag wird das sein, zusammen mit zwei Kollegen. Das werde ich noch etwas mehr ausführlich dann sprechen. Aber wir haben jetzt hier noch eine junge Dame. Und bevor ich dann wiederum trockene Materie aussprechen, lassen wir uns noch ein paar Minuten, 5-6 Minuten noch musikalisch mit einer weiteren Release-Komposition verwöhnen. Und ich kann jetzt schon Journalisten sagen, nehmen Sie ein paar Fotos auch, denn im Januar werden Sie sicherlich diese brauchen. Also jetzt spielt eine junge Dame aus Russland, Eva Georgian. Hat sie es gehört? Ja, ja, hat sie schon gehört. Kommt schon. Also Eva hat kürzlich Junior-Wettbewerb in Cleveland in Amerika gewonnen, also ein ganz bedeutender Wettbewerb. Und spielt sie uns eine Komposition von Liszt aus der Annee de Pèlerinage, Italien. Aha. Thank you.
Also wir sehen im Programm, sie hat Jahrgang 2004. Ich möchte nur noch etwas zu den Anne de Pèlerinage sagen, das wissen vielleicht nicht alle hier. Der Liszt war ja ein Schlingel, wie wir sagen, oder? Und hat in Paris eine der schönen Frauen dort, Marie Dagou, die Gräfin, die schon verheiratet war und Kinder hatte, einfach entführt. Und wohin? Auf Wesen, am Wallensee. Und war mit ihr, ich habe die Recherchen angestellt, war mit ihr im Restaurant oder Hotel zum Goldenen Schwert, Lepe d'Or. Und hat dann dort in den, ein Stück für diese Anne de Pèlerinage geschrieben, das heißt Au bord du lac de Wallenstadt, mit zwei L geschrieben. Und für diejenigen, die Klavier spielen können, die merken, dass links hat so Wellen, Astur, das sind die Wellen vom Wallensee. Und die Gräfin Dagou, die ja später dann auch Kinder mit ihm hatte, mit dem Liszt, zum Beispiel die berühmte Cosima, die dann später den Wagner geheiratet hat und den Hans von Bülow, die war, als sie schon lang getrennt war vom Liszt, hat sagen müssen, wenn sie dieses Stück gehört hat, also nicht dieses jetzt, sondern Au bord du lac de Wallenstadt, aber aus den Anne de Pèlerinage, sie konnte nicht da sitzen, ohne zu weinen, weil es ihr so nahe gegangen ist. Und uns ging es ja jetzt auch eine Spur so, oder? Dass einem die Sprache dann verschlägt, wenn sie so schön spielt. Also, das ist nur ein Nebenbei. Wer je wieder im Goldenen Schwert in Wesen ist, kann sich vorstellen, dass der Lister mit der Gräfin Marie Dagou war und sie immer noch in der Erinnerung an dieses Zusammensein und diese Musik weinen musste. Excuse. Dankeschön. Das ist auch ein Beispiel, wir überlegen uns etwas dabei, wenn wir die Programme machen, verknüpfen die Dinge zusammen und dann kommt so eine schöne Geschichte. Alles, was ich jetzt ab jetzt sage, haben Sie, liebe Damen und Herren aus der Presse, hier in dieser Pressemitteilung in schriftlicher Form. Wenn Sie das noch per digital möchten, können wir Ihnen gerne bis heute Nacht zukommen lassen. Ein Artist in Residence gehört zu Ihrem Festival. Wir haben dieses Jahr einen jungen Usbeke mit deutschem Pass und derzeit in Schweiz Studierenden, Nuron Mukumi. Wenn Sie eine Homepage von ihm schauen, dann werden Sie ganz schnell merken, das ist ein junger Mann, der mit 7 Jahre dirigiert und gespielt hatte. Und dirigiert hat er einen Mozart-Konzert, D-Moll. Und genau dieses Mozart-Konzert spielt er diesmal beim Eröffnungskonzert mit unserem Ensemble Esperanza. Da wird er nicht dirigieren, aber er wird wunderbar spielen. Das wird auch eine festliche Eröffnung sein. Danach kommt Daniel Schnieder, ein Schweizer Komponist, mit seinem Werk Mozart in China. Also das wird ein bisschen jazzig und poppig sein. Dementsprechend die jüngere Generation. Gespielt wird er auch von einem Chinesen selber, der in England studiert und Mitglied des Ensemble Esperanza ist. Und nachher hören Sie die zwei Dinge, The Purple Haze und Variation for the Wild von Rolling Stones und Jimi Hendrix. Das sind die Stücke, die wir auch aus Esperanza auf die CD aufgenommen haben. Und genau an diesem Tag werden wir diese CD auch veröffentlichen. Warum amerikanisch? Wir haben schon den International Classical Music Awards gewonnen, wir haben Opus Klasse gewonnen, also was bleibt uns noch offen? Der Grammy. Und Grammy kann man nur dann kriegen, wenn wir amerikanische Programme haben. Also genau, wir sind nicht arrogant, wir sind sehr realistisch. Also das Orchester hat wunderbar gespielt. Ich habe gerade gestern ein Telefonat von der Schuschan bekommen, von unserer Konzertmeisterin. Sie sagte mit Raschen, so gut haben wir noch nie gespielt. Schon erste Tracks, was sie bekommen hat, zu kontrollieren. Dann ein erster Master, war sie total begeistert. Und vor allem ihr 85-jähriger Vater hat geweint. Und das ist ein gutes Zeichen, dass es uns das auch gelungen hat. Also das werden Sie, meine Damen und Herren, hier bei festlicher Eröffnung mit unserer Artist in Residence, Nuron Mukumi, hören. Seit Jahren habe ich immer Anfragen nach einer Harfe und nach einem Harfenkonzert und vor zwei Jahren hätten wir ein Konzert hier wollen haben, aber dann ist die Harfenistin erkrankt und mussten wir zuletzt absagen, dieses Konzert, obwohl schon angekündigt war, und wir hoffen, dass dieses Mal diese junge österreichische Harfenistin Elisabeth Planck, die inzwischen auch ihre erfolgreiche CD aufgenommen hat,
gesund bleibt und wir hören Sie dann im Musiksalon. Sie wissen alle, Musiksalon ist dieser Ort, wo wir auch dieses Festival gegründet haben, diese denkmalgeschützte Gebäude Hofragatz und diese wunderbare Musiksalon. Dort findet dieses sehr exklusives Konzert statt. Denn warum sehr exklusives? Weil nur 50 Plätze dort vorhanden sind und wir machen in diesem Jahr keine Reprise. Am Sonntag haben wir dann zwei Konzerte. Erstes Konzert haben wir genannt Gewinner. Ich bin noch immer bei Samstag. Samstagabend haben wir ein Konzert noch, der wir Gewinner genannt haben. Warum Gewinner? Das sind die Leute, die sehr große Wettbewerbe gewonnen haben. In diesem Jahr war in Genf ein der führenden Geigenwettbewerbe, Yehudi Menuhin-Wettbewerb, und die Gewinnerin dieses Wettbewerbs und gleichzeitig Stipendiatin der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein, Diana Adamian, hat diesen Wettbewerb gewonnen und sie wird hier an dem Festival im Abendgewinner ihre Hälfte des Konzertes spielen. Die weitere Hälfte wird Mitro Czöny spielen. Mitro ist ein junger Ukrainer, der war auch schon bei unserem Festival hier. Und inzwischen hat er Santander-Wettbewerb in Spanien gewonnen, inzwischen hat er Los Angeles gewonnen, inzwischen hat er Rom gewonnen, also unzählige Wettbewerbe gewonnen. Also diese zwei jungen Menschen spielen am Konzert Gewinner dabei. Polina Saschko begleitet dann die Diana Adamian. Sonntag ist Tag der jüngeren Generation, also das ist tatsächlich Tag für die Jüngste. Wir erwarten da auch jüngstes Publikum, deswegen auch sehr moderat in Ticketpreise für diesen Tag. Also wir hören hier einmal eine junge Dame aus Russland, Alexandra Stischkina, sie auf dem Bild sehr, sehr jung ausschaut. Sie schaut auch in live so jung, obwohl sie erst 15 Jahre schon alt ist. Ja, das ist für diese Jugend schon einiges. Sie spielt eine Skriabin und hat ein wunderbares Werk und sie spielt meine Lieblingskomposition von Prokofjew, also mit diesem letzten Scherzo habe ich diplomiert eine Hochschule. Also das ist eine schöne Sache. Sie wird starten und dann, das wiederum zeigt, dass der Team und die Next Generation bzw. VP Bank Classic Festival gute Nase für die Entdeckungen hat, ist Can Çakmur. Can Çakmur ist total unbekannt bis vor kurzem gewesen. Vor einem Monat hat er einen Wettbewerb in Schottland gewonnen und vor zwei Tagen hat er auch einen sehr bedeutenden Wettbewerb in Hamamatsu in Japan gewonnen. Dieser Can Çakmur wird hier Gast. Can kommt aus Türkei. Und dann Konzert wird mit einem kleinen Fest enden, mit einem Teil von Eva Gevorgian. Die Grund für Fest werden wir dann mitteilen, auch irgendwann Ende Januar. Und Eva wird eine Etüde von Camille Saint-Saëns spielen und spanische Rhapsodie von Franz Liszt. Und am gleichen Abend haben wir die Next Generation. Am gleichen Abend werden wir haben Arsen Dalebautayan, den wir gerade gehört haben, plus Clara Chen. Clara Chen ist eine Nachwuchsgeigerin, chinesische Herkunft, wohnhaft in Deutschland, geboren in Deutschland. Auch sie war bei Menuhin-Wettbewerb, auch sie ist die Preisträgerin von Menuhin-Wettbewerb. Und dann der jüngste Cellist, der gerade von der Anne-Sophie Mutter auch unterstützt wird, Philipp Schupelius. Und diese drei werden nicht nur jeder einzeln spielen, sondern werden nachher noch ein Trio gemeinsam, Trio Elegica von Rachmaninov spielen. Und das ist ein Programm, mit welchem wir auch nächstes Jahr bei unserer VP Bank Experience, Classical Experience, einige Konzerte bestreiten werden. VP Bank Classic Festival 2019 wird bisher 9. Festival, 9. Ausgabe sein und deswegen in Tradition, und das ist jetzt also allerletzte Besetzung möglich, machen wir Nonetten, und diese Nonette machen wir in unserer evangelischen Kirche. Wir wollen auch, dass die Bevölkerung sich das leisten kann, und sie werden die Spor-Nonette spielen, Louis Spor, und unsere Nachbarkomponistin Josef Gabriel Reinberger, eine wunderbare Nonette, Opus 135. Und dann kommen wir zu Ensemble Esperanza. Ensemble Esperanza will auch zeigen, dass das ein Ensemble der Solisten ist. Und wir haben jedes Jahr die Solisten des Ensembles bei unseren Konzerten gehabt. Begonnen haben mit Christoph Hesch, mit dem Cello-Konzert von Schumann. Letztes Jahr waren sie Shushan und Sarah mit 4 Jahreszeiten von Vivaldi und Piazzolla, und in diesem Jahr haben wir mehrere. Und bei Esperanza ist immer so ein Prozess. Die Esperanza wählt immer die Leute, die sie für nächste Saison als die Solisten auch darstellen können. Und so haben wir in diesem Jahr insgesamt
fünf Leute gewählt und diese fünf Leute spielen dann an zwei Konzerten am Next Generation Festival. Beginnen wird man mit der Charlotte Spruit aus Holland. Sie ist auch Stimmführerin zweite Geige bei der Esperanza, diese junge, kleine Blonde. Also sie ist seit 9 Jahren hier, mittlerweile ist sie 19, also war sie erstes Mal mit 11 hier. Charlotte spielt ein Konzert von Johann Sebastian Bach. Und dann Matko Smolcic, ein junges Fagottist, auch in dem werden Sie ein paar Neuheiten hören, dann im Januar, Februar, der inzwischen auch zum Solo-Fagottisten der Zagreber Philharmoniker und Sinfonieorchester Liechtenstein geworden ist. Also er spielt ein Konzert von Antonio Vivaldi. Und restliche zwei Titel gehen wir in Telemann-Bereich, also die stärkste Periode unserer Konzertmeisterin Shushan Sivanossian, die sich besonders mit Barockmusik gut auskennt. Also, wenn Sie Broschüre schauen, dann haben Sie auch Ihre Interview hier und so. Und dann haben wir ein Konzert mit Artists in Residence. Wie Sie wissen, bei uns spielen Sie Artists in Residence immer mit Ensemble, mit Orchester, machen Sie Kammermusik, machen Sie etwas Solo. So wird auch nur am Mittwoch ein Konzert haben mit Klaviersonate Nummer 23, genannt Appassionata. Und dann in Venezia Napoli von Franz Liszt im ersten Teil, während der im zweiten Teil komplettes Klavierquartett mit drei weiteren Mitgliedern des Ensemble Esperanza spielen wird. Und sind wir schon bei unserem Abschlusskonzert mit Gala Dinner. Wir haben in diesem Jahr auch aufgrund des Aufbaus hier etwas abgespecktes Programm in Anzahl der Programme. Dafür geben wir aber mehrere Programme noch auswärts, was ich Ihnen auch erklären werde anschließend. Also wir haben ein Abschlusskonzert mit Gala Dinner, das wird dann nur noch einmal solistisch mit der Chopin auftreten. Und dann haben wir einen wunderbaren Cellisten, Victor Garcia Garcia aus Spanien, der auch Mitglied von Esperanza ist. Der wird ein ziemlich unbekanntes Konzert von Jean-Louis Dupont spielen. Und dann kommen sie noch die Dorothea Stepp, die erste Geige, und Igor Sjatovic, der große Kontrabassist, aber der immer noch minderjährig ist. Ja. Also die kommen mit einem Grand Duo, Concertanto für Violin und Kontrabass. Er sagt oder meint, es ist ein Werk für Kontrabass und Violine, wir lassen ihn das so meinen. Also die spielen dann auch mit der Esperanza dazwischen drei Stücke für Streichorchester von Viktor Herbert, auch ein Werk, der bei unserer dritte CD ist. Für uns ist sehr wichtig, Musik für junge Ohren, Kids for Classic nennen wir das. Unglaublich wichtig ist uns diese Vermittlung. Und diese Vermittlung machen wir in diesem Jahr. Wir machen wiederum zweimal hier zwei Konzerte, am Morgen am Montag und am Morgen am Dienstag. Und wollen die insgesamt 500 Kinder aus der Region. Also wir haben jetzt schon die Zusagen aus Bad Ragaz Primarschule, aus Kantonschule Sargans, aus Lenzerheide, also diese alle Schüler kommen hier und wir machen eine Musikvermittlung Woche mit Tag mit denen Konzerte, und das machen wir dieses Mal am Montag und am Dienstag, und dann exklusives Konzert für Patienten und Mitarbeitende im Reha-Zentrum Valais. Das ist unser gesellschaftliches Engagement, denn es ist genauso wichtig, die jungen Menschen, die hier sind, sie alle Stipendiaten diverser Stiftungen, kriegen auch hier nicht schlechte Honorare in Form eines Stipendiums für ihre Darbietungen am Festival. Aber sie müssen lernen, auch etwas weiter an die Gesellschaft zu geben. Und es gibt nichts Schöneres, Konzert geben den Leuten, die sich am meisten freuen. Und das ist diejenige, denen Schicksal nicht gut gemeint hat, die sie oben in Klinik Valens befinden. Wir hatten letztes Jahr eine wunderbare Experience. Und wir haben über 175 Patienten und Mitarbeiter. Da sind die sehr viele Tränen geflossen und Leute waren nur noch glücklich. Ja, meine Damen und Herren, das ist Programm des VP Bank Classic Festival 2019. Ich danke noch einmal allen Sponsoren, wie Sie auf der letzten Seite auch sehen. Wir haben neben Presenting Partner VP Bank und Host Grand Resort Bad Ragaz, wo ich mich noch einmal ganz herzlich bedanke. Wir haben weitere Partner in Form von Subventionsträgern, das sind die Südkultur und die Gemeinde Bad Ragaz. Das sind die weiteren Partner wie Herr Thomas Schmidt-Heining. Dann die Stiftungen wie die Musikakademie und Internationale Musikakademie Liechtenstein und Musik und Jugend. Dann haben wir weitere Dienstleistungssponsoren wie Mövenpick von Salis und Music Production Center. Konzertsponsoren Carbone Interieur, neue bei uns Lederach, Schokoladen. Einmal mit kleinen Geschenken für das Publikum und für Spielende. Und dann die Kliniken Valens
Wir haben unsere Medienpartner, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Kommen und hoffen, dass Sie uns in diese weiteren 3 Monate bis zum Festival und während des Festivals auch unterstützen werden. Wir werden Sie monatlich mit der kleinen Nachricht, wie wir schon angekündigt haben, über die Ausführende des Festivals 2019 VPB Classic Festival weiterhin informieren und hoffen, dass Sie auch diese Nachrichten in Ihren Medien weiter veröffentlichen werden. Ich möchte Ihnen aber auch nochmal 2 junge Menschen hier vorstellen, mit denen Sie in diesem Festival zu tun haben werden. Wie Sie wissen, Frau Doris Peter ist in Rente gegangen und wir müssen auch in organisatorischen auf die nächste Generation denken. Und deswegen darf ich Ihnen eine junge Liechtensteinerin, Ina Grise, vorstellen. Komm vorne. Ja, also Ina wird unter anderem auch für Ticketing zuständig sein und sie war maßgeblich hier auf die Broschüre und die Erscheinungsbild und alles beteiligt. Danke, Ina. Also Ina wird auch während des Festivals hier sein. Und zweite ist Rahel Schmidt. Sie ist eine junge Schweizerin aus der Region. Sie ist derzeit Praktikantin bei uns in Firma und lernen Sie jetzt auch, wie man das Festival organisiert, was man alles machen tut. Da hat sie natürlich eine ganz große Unterstützung schon bereits von bekannten Daniel Kellerhaus. Also Daniel tut sie sehr gut einführen in der Schweizer bürokratische Problematik mit das Urheberrecht und Ähnlichem. Diese 2 Damen werden also hier auch das durchführen. Noch einmal ganz herzlichen Dank auch an der Pressearbeit hier in der Grand Resort. Ich hoffe, dass wir durch diesen Festival noch mehr Gäste hier bekommen, auch wenn wir in diesem Jahr nur weniger Zimmer haben werden aufgrund des Umbaus, aber dass wir mit diesem Festival einiges erreichen werden. So wie mir versprochen wurde, gibt es Informationen über die VPB Classic Festival heute Abend auch im internationalen Netz, über die International Classical Music Awards. Wir werden dort auch internationale Presse mitteilen. Ich danke ganz herzlich und wir hoffen... Der Carsten Domjanic sagt ja nicht auch noch Danke dem Andreas, aber ich mache das gern. Andreas Domjanic macht nämlich ganz viel für uns immer, auch mit den Bildern und Videos und viel im Hintergrund. Und das machst du immer so gut und wir sind dir von Herzen dankbar dafür. Genau, und wie ich habe neue Homepage gerade eingeschaltet, wenn Sie jetzt auf Ihre Hände schauen, dann werden Sie sehen, auch die Programme, alles ist im Netz schon, mit neuen Namen, mit neuen Adressen. Also kontaktieren Sie uns einfach, indem Sie klicken auf office@vpbank Classic Festival. Und ich glaube, es ist auch ein Film schon über Abend. Genau, wollte ich sagen. Am Abend ist noch ein Film über unseren Nuran Mukume, also neue Artist in Residence. Ja, hier sein. Und wir freuen uns jetzt schon auf 2019, obwohl wir ganz, ganz am Planen sind auf Jahr 2020 mit Thema Beethoven. So, herzlichen Dank meinerseits. Ich gebe an Präsidenten weiter. Also danke allen Beteiligten von Herzen und freue mich, dass wir etwas so Schönes vor uns haben. Und Vorfreude ist schon schön und wenn man das dann realisieren kann, ist umso besser. Und ich Ihnen von den Medien und Presse und so bin ich natürlich sehr dankbar, wenn Sie wohlwollend berichten. Und ich bin selbst sicher genug zu wissen, dass es sich lohnen wird, weil es hat sich über Jahre bewährt, es ist gewachsen, es ist also qualitativ auch noch besser geworden. Und dass man das nach außen trägt, ist etwas Gutes und dass die Medien eben auch positive Mitteilungen bringen, da haben sie wirklich gutes Futter dafür und das möchte ich empfehlen zu nutzen, damit etwas in Zeiten, wo es ja nicht nur ganz einfach ist auf dieser Welt, eben auch etwas von wirklich bewundernswert Guten hereinkommt. Danke vielmals allen und sind Fragen? Genau, gern. Und wenn das eben nicht der Fall ist, danke ich Ihnen, dass Sie hier sind. Es wurde schon erwähnt, dass nachher noch ein Konzert der Klavierklasse von Pavel Gililov hier ist, ein großer Musikpädagoge, der zurzeit diese Woche in der Internationalen Musikakademie
in Liechtenstein unterrichtet und Schüler von dort werden heute hier noch spielen, ich glaube um 17:30 oder wie. Die warten schon. Die warten schon, genau. Darum schließen wir hier ab. Mit besten Dank an Sie alle. Herzlichen Dank. Bestes Mal.